Willkommen zurück zu Amnesia und Feinde sind in der Nähe, denke ich. Irgendwie so. Alter. Gut, der ist da bloß lang gelaufen, macht ja nichts. Ist ja nicht so, dass er mir ins Gesicht gesprungen wäre. Warum erschrecke ich mich bloß so? Lass mich in Ruhe. Okay. Seien wir ehrlich. So gruselig ist das gar nicht. Nur ein bisschen. Hey. Hallo. Mann. Ah. Cool. Da freue ich mich aber. Mensch. Uff. Der. Ein Raum. Was war das? Weiß ich nicht. Irgendjemand, der hier langgelaufen ist. Er war nicht sonderlich gut gelaunt und schien generell ziemlich orientierungslos. Ja. Naja. Durch den Schlitz schauen und mal sehen, ob's blinkt. Huhu. Huhu. Laudanum. Und ein Zettel. Gut. Gut, gut. Du willst mich also verarschen, Junge. Das kannst du haben. Tür zu! Es zieht! So, lesen wir mal diesen Zettel hier. Komm schon! 22. June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Ja. Du hast Probleme, Junge. Du hast echt Probleme. Gab es jemals eine vollständige Kugel? Ich weiß es nicht. Ich bin's, Daniel. Der sollte mal hier unten rumlaufen und schauen, wie er hier zurechtkommt. Ne? Ist nicht ohne. Warte mal kurz. Ich bin ganz schön im Arsch. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Was zur Hölle? Wieso denn? Da puckert's. Okay. Wo muss ich denn hin, sag mal? Also da will ich nicht rein. Aber ich muss. Hey. 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 Okay. Jetzt hör doch mal auf zu atmen. Meine Güte, kein Wunder, weißt du? Da. Nee. Du wirst ja bekloppt. Hallo. Hey, hey, hey. Dunkelheit, du bist mein Freund. Und gleichzeitig mein größter Feind. Oh, shit. Gut, 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 gut. Ah, Moment. Ah, Gott. Es juckte mich am Kopf. Wow. Tür zu, Tür offen. Tinnitus. Tinnitus. Ich bin noch nicht Robert, ich bin Daniel. Okay, alles klar. 25. June, 1839. I feel the need
to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care, and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Ja, Wahnsinn. Super. Zunderbüchse. Nice. Ja. Okay. Huhu. Hello? Sind Sie da? Mr. Monster? Okay. Fliegen. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Okay. Es ist von der anderen Seite blockiert. Die Tür zum Hinterzimmer ist versperrt. Finde einen anderen Weg, um hinein zu gelangen. Okay, einen anderen Weg. Kein Problem, den habe ich schon gefunden. Leise. Leise, leise, leise. Ruhig, ruhig. Psch, psch. Hey, das war einfach. Ha! Gut. Hier brennt doch Licht, Mensch. Gut, gut, gut. So, mir geht's wieder gut. Abgesehen von den Schnitten und blauen Flecken. Ah. Okay. Wie sieht's aus? Okay, die ist noch gut halb voll. Fast. Was machen wir denn hier? Ich sehe schon, ich sehe schon. Wir müssen diesen Mechanismus betätigen und dann auf einmal geht diese Falltür hier auf und wir können runter. Noch tiefer rein ins Dunkel. Nice. Darauf freue ich mich schon. Ungemein. Ah. Hier gibt's nichts mehr. Denke ich. Doch. Ach Mensch, blind. Mm. Und sonst war hier nichts, oder? Übersehe ich irgendwas? Sagt mir, dass ich nichts übersehe. Denn ich will nichts übersehen. Das wäre nämlich grauenhaft. Nun gut, drehen wir mal am Rad und schauen. Sie steckt fest. Etwas blockiert die Kurbel und die Rolle. Nichts funktioniert, wie es sollte. Mit dem Seil lässt sich die Luke nicht öffnen. Etwas muss die Rolle blockieren. Die Rolle. Die Rolle, was denn? Wie denn? Ach, Mist. Die Rolle. Ach, da oben, guck doch mal. Okay, gut, komm mal her hier, komm mal, hier, dich kann ich nicht nehmen, schade. Etwas Kleineres vielleicht. Schauen wir mal, kommen wir ran oder was? Weg!
Na, na, sehr schön. Okay, kein Problem. Drehen wir jetzt am Rad. Woo, woo, yay, Action, Luke offen. Ich freue mich. Oh Gott. Der rötliche Schimmer macht Spaß. Mensch, weißt du, nur rumbrüllen und nichts dahinter. Das ist eklig, als würde ich über platzende Pickel laufen. Oh! Mann, ey. Kellerarchive. Er brach durch die Oberfläche. Das Wasser des dunklen Atlantiks nahm ihm die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen. Was ist hier los? Ich ertrinke. Oh! So schwer war das gar nicht. Hey! Zufall. Auf einmal ist hier alles voller Wasser und Schleim. Mist. Gut, macht ja nichts. Was zur Hölle? Schau deine Feinde nicht zu lange an. Ich sehe meinen Feind nicht. Was willst du denn? Bleib vom Wasser fern. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, aber die Frage ist, was war das? Was war das? Lass mich. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hallo? 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 Entschuldigung. Der steht hier noch. Irgendwas steht hier noch. Was, wer bist denn du? Sag mal. Hi. Hi. Dunkelheit? Also das versteht mal einer, weißt du? Da kommt jemand hier unsichtbar angerannt und meint, hier, ich bin's Monster. Stirb mal. Okay, wo ist er denn? Hey. Das hilft mir nicht weiter. Wo kam das jetzt her? Also der kam hier so rumgelaufen und meinte, hier bin ich jetzt so und ist dann hier ins Zimmer reingelaufen, nicht wahr? Ich geh mal rein. Jetzt im Ernst, ist das ein Bug oder muss das so sein? Ich sehe den nicht. Okay. Jetzt verpiss dich, ehrlich. Das kann's doch nicht sein. Ich bin hier gefangen. Okay. Ja, ja, du bist hier irgendwo, ich weiß. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du stehst neben mir. Irgendwo hier. Na los, hol mich doch. Muss ich jetzt hier rüberspringen? Mal sehen. Du bist ganz schön langsam. Ja, lauf davon, lauf davon. Spannung. Okay, wenn ich das richtig verstehe, muss ich einfach nur von Plattform zu Plattform und dann ist gut. Wie sieht's aus? Mein körperlicher Zustand ist einige Schnittwunden und blaue Flecken. Los! Aha! Zu langsam, zu langsam! Okay. Alles kein Problem, alles kein Problem. Wo bist denn du jetzt stehen geblieben, Alter? Sag mal. Ich weiß nicht. Kann ich das Wasser irgendwie ablassen? Das wäre nämlich richtig nice. Und würde mir helfen. Bleibst du mal stehen, bitte? Hallo? Okay. Gut. Bäh.
Weißt du, jetzt hat er sich mal erschrocken. Das ist voll Psycho, Mann! Warum bist du denn unsichtbar? Er ist ein Superheld mit Unsichtbarkeitskräften. Stehen bleiben oder ich schieße mit Platzpatronen. Gott sei Dank bin ich so gut im Springen. Und Gott sei Dank bringt mir das hier gar nichts, dass ich hierher gesprungen bin. Ich habe Wahnsinn, da freue ich mich. Oh, schön. Kann ich hier durch? Ein schweres Tor, es ist so schwer. Gut, es ist zu schwer für meine zierliche Frauenhand. Mistikack. Gut. Vorsichtig wieder zurück. Da hinten bist du, da hinten. Ich komme dir entgegen, Freund. Okay. Die Musik hilft nicht unbedingt weiter. Scheiße, muss ich absteigen. Okay, schnell. Als Maul! Hier liegt einiges rum. Huhu! Haha! Hehe! Wow, wow! Ah! Oh, shit! 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 Das war knapp. Ein Shadow? Nimm das! Arschloch! Laudanum. Okay, gut, wir müssen uns also treffen lassen irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wie oft und ob das gut für uns ist, aber ja. Ernsthaft? Was machen wir hier? Ich habe jetzt Laudanum aufgesammelt und was mache ich mit dem schweren Tor? Okay. Wappa! Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch! Oh Gott, du bist schnell! Aber nicht schnell genug, du langsamer Bauer! Jetzt habe ich ein Problem. Denn ich muss dahin. Die Lampe ist aus. Gut, wir haben noch ein bisschen Öl. So. Okay, wie machen wir das? Er steht da. Du bist zu langsam, du Nolpe. Na los. Ein Hebel, okay. Ich denke, das schwere Tor ist nun offen und ja, springen wir noch einmal hin und dann ist die Episode auch wieder zu Ende. Gut, ne? Normalerweise stelle ich mich nämlich nicht so blöd an und springe einfach rüber. Absolut kein Problem. Okay, wir sind hier in diesem Abschnitt und das ist auch gut. Ich mache jetzt erstmal einen Cut und bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Episode werden wir mal sehen, was wir hier finden und eventuell kommen wir weiter. Schauen wir mal. Nun, dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.